heut ist so richtig Nacht. Heut haben wir Spaß und Zeit, da gibt's wieder rund. Wer sich darüber freut, der bleibt frisch und gesund. Hey, das war spitze, das war fein, das ging zurecht ins Bein. Ich glaub in diesen Swingverein, da passt noch etwas rein. Ich denk an Damen, denk an Herren und sag galant und schnell: Willkommen hier im Stammtisch, das NDR-Ballett. Hey! Heut haben wir Start und Zeit, da geht's wieder auf. Denn nur der Start und heut ist so richtig drauf. Heut haben wir Start und Zeit, da geht's wieder rund. Wer sich darüber freut, der bleibt frisch und gesund. Ganz wichtig hier im Start sind, ich sag das ohne Hohn. Die Kameras, das Licht, der Ton, die Crew der Produktion. Auch Maske, Bild, die Ausstattung, das Team der Redaktion. Sind immer voll in Aktion, in super Perfektion. Hey! Heut haben wir Stadelzeit, heut haben wir Stadelzeit. Heut haben wir Stadelzeit, doch ist wieder auf. Liebe Zuschauer zu Hause, liebe Gäste hier in der Arena, zusammen mit meinem Stadl-Team sage ich mir mal ganz herzlich, grüß Gott benannt, einen schönen guten Abend und freue dich in einer Riesenstimmung in unserem heutigen Musikantenstadl. Wir sind diesmal in Füssen im Allgäu, hier in der natürlich ausverkauften Arena. Guten Abend miteinander, servus, grüß euch, herzlich willkommen. Oh. Servus Schweiz! Also, ich muss ja sagen, ich sag immer, mein Stadl-Team ist das Beste. Aber jetzt seid ihr ja noch Kammersänger. Text haben zwar fast keinen gekonnt, aber der Willi war da. Ich muss sagen, und das sage ich wirklich wieder mal, was wäre ich vorne vor der Kamera ohne mein Team? Es sind dann die 100 Leute, ich würde sagen, ein herzliches Dankeschön meinem Stadl-Team. Liebe Zuschauer, heute haben wir es ein bisschen eilig, weil der Wladimir Klitschko um 22.50 Uhr, glaube ich, zu boxen anfängt in Dortmund, und da sollte man fertig sein, sonst kommt er rein und montiert man die Zähne raus. Das ist der erste Grund. Das zweite ist, wir haben wieder so viele exzellente Musikanten da, und wenn der Klitschko seinen Gegner so richtig erwischt, dann fliegen die Sterne. Ist noch gar nichts. Was unsere erste Gruppe halt macht, das sind natürlich Allgäuer, nämlich die Gruppe Allgäu Power. Wenn die spielen, dann tanzt der Himmel. Sie glauben's nicht. Schauen Sie's an. Wir spüren die Lust am Leben, denn wir starten in das Glück. Und wir greifen nach den Sternen. Heute gibt es kein Zurück. Jeden Anflug schlechter Laune schlagen wir mit links K.O. Denn wir glauben noch an Wunder,
lasst uns die Wolken schieben, einfach so aus Übermut. Pure Lust auf Wolke 7, denn die Sterne stehen gut. Dieses Knistern in der Seele brennt in uns bei Lichterloh, denn wir glauben an Gefühle und an Liebe sowieso. Wir sind dabei, denn unsere Herzen schweben, wir sind schwindelfrei. Wir heben ab in voller Fahrt, denn was auch immer kommen mag, der Himmel tanzt, tanzt, tanzt und das geht nie vorbei. Küss ich deine roten Lippen müde.
salopp, dann weiß ich ganz genau, das wird dann meine Nacht, wenn ich am Tanzpunkt steh. Und wenn du bei mir bist, los ich dein Hand nicht aus, bis du mich küsst. Wenn die Musik spielt, dann spielen die Lechnerburm aus Niederösterreich und die Kombination zusammen mit unserem MDR-Ballett, dann kann es nur gut gehen. Also wie gesagt, ein herzlicher Applaus unseren Lechnerburm, einer der besten Obergarderpartien Österreichs. Ja, und vorher waren die zwei Damen zu Gast mit einem schönen Frühlingsmädle. Wir haben uns eigentlich, ihr wart ja inzwischen schon ein paar Mal da, aber wir haben uns kennengelernt damals bei der legendären Eurovision-Sendung aus Cottbus. Weißt du den Termin noch? 17. 18. 17. Dezember 1989. Da ist ein paar Tage früher bei euch die Mauer gefallen. Ach, das war, also was wir da an Emotionen erlebt haben. Was habt ihr damals gemacht? Wir haben gemeinsam mit Kollegen vom Oberhofer Bauernmarkt ein ganz niedliches Medley vorgetragen. Es ging dort um eine Schule. Stefan Jertl war dabei. Stefan Jertl war dabei, genau. Ja. Ari Menzel war dabei. Ja, ja. Eberhard Hertl war dabei. Also relativ viele Kollegen von uns. Apropos Kollegen, wir sind ja inzwischen Kollegen. Du hast ja eine eigene Fernsehshow, schon eine lange Zeit. In der sind wir beide, Andrea und ich, die musikalischen Gastgeberinnen. Das ist die Wernesgrüner Musikantenschenke. Karl, gestern Abend um 20.15 Uhr lief im MDR die 141. Folge der Musikantenschenke. Viermal waren wir in der Zwischenzeit in deinem Musikantenstand. Na. Aber du warst noch nicht ein einziges Mal in der Musikantenschenke. Man kann, jetzt wär's Zeit für einen Gegenbesuch. Man kann fast über alles reden. Richtig. Ich darf euch mal den Fernsehbasten geben. Danke. Es ist der zweite. Und in dieser Sendung damals am 17. Dezember 1989, da habe ich Harald Juncke kennengelernt. Inzwischen ist er gestorben, aber wir denken heute, er war dreimal insgesamt im Stadl, heute geben wir ihm eine kleine Erinnerung. Ich weiß, wir haben zusammen eine Garderobe gehabt, seine Frau war mit dabei, wir konnten viel reden und ich habe ihn kennengelernt, nicht als Star, als wunderbaren Menschen. Und eine Szene, die wir damals, die hat viel länger gedauert als wie das, was Sie jetzt sehen, das war wie gesagt in Cottbus, wie er über die Treppe runterkommt und singt. Freuen Sie sich noch einmal auf Harald Juncke. Super. Und da drinnen und dann
nehm ich dir rein. Wenn du Lust hast anzubinden, dann marschiere hinten rein. Komm so an beim Kaffeebauer, sagt sie noch mein Herr Wildauer. Bist du am Pariser Platz, schwupps, da ist sie schon dein Schatz. Ich freue mich wahnsinnig, euch zu sehen. Und ich hoffe, es bleibt so. Wir wollen jetzt alle zusammen das singen. Ich gebe euch Einsatz gleich. Spazieren die Mägdelein. Wenn du Lust hast, anzubinden, dann spaziere hinter mir. Kommst du an beim Kaffeebauer, sagt sie doch mein Herr, der Dauer. Bist du am Pariser Platz, schwupps, da ist sie schon dein Schatz. Mal unter Winden, unter Winden. Ich kann euch schon eins versprechen, ich komme bald wieder. Ich muss Ihnen sagen, ich war sehr glücklich, ihn kennengelernt zu haben. Er war dann noch einige Male im Stadl. Aber wie gesagt, das Leben geht weiter und ich kann nur mehr sagen, im Namen von Ihnen, von unserem Publikum, Harald, Dankeschön. So. Jetzt kommt eine Dame zu uns, die es im Leben auch nicht immer leicht gehabt hat, aber sie hat Erfolg. Sie hat die Schicksalsschläge alle weggesteckt. Sie ist Komponistin, sie ist Texterin, sie hat selber produziert, hat ein eigenes Studio, hat einen eigenen Verlag und sie singt. Und irgendwie passt das jetzt drauf auf Harald Juncke, wenn sie sagt, auf das Leben, Halleluja, Hanne Haller! Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Halleluja. Danke für das Leben. Halleluja. Uns von dir gegeben. Halleluja. Halleluja. Du lebst es, ich lebe es. Wir leben vom Zusammensein. Du gibst es und ich gebe es, was diese du kommst gleich dran. Wie sich's für Bayern, wie sich's für den Allgäu gehört, hat das Ensemble Blechschaden an Zwiefachen gebracht. Nur, dieses Ensemble Blechschaden besteht aus 11 Musikern von den Münchner Philharmonikern. Mein Lieber. Hey. Hey. Ja, komm da.
Und der Kapellmeister ist Bob Ross, ja. Ein Schotte. Ja. Sein Vater ist 92, ja. Sitzt heute hier. Ja. Irgendwo muss er da sein. Da ist Habt er. Ihn irgendwo? Ja, wo ist er, Papa? Hier ist er. 92 Jahre jung. Aber irgendwie muss ich sagen, war dein Vater bei dir auch schon sparsam, euch Schotte? Du meinst, bei mir hat er damals schon gespart. Genau das ja. wollte ich sagen. Ja. Und damit darf ich einmal deinen Hut haben. Richtig. Ich zeige Ihnen dieses Modell. 100 Jahre alt. Sei ruhig, das ist älter. So tritt ein Musiker der Münchner Philharmoniker auf. Es ist unwahrscheinlich. Ah, aber nur im Stadel. In der Philharmonie, in Münchens Kulturvollzugsanstalt, habe ich das natürlich nicht dabei. Sag, das ist euer Hobby, aber das Hobby ist eigentlich ja. zum zweiten Beruf geworden. Ja. Denn wenn ihr immer in der Philharmonie seid und da wird gepinselt und... Oh, da spielen auch Streicher mit. Ja? Kennst du den Unterschied zwischen einem Geigensolo und einer Waschmaschine? Nein. Die Waschmaschine vibriert gleichmäßig und es kommt was Sauberes raus und sie gerät erst am Ende des Programms in Schleudern. Ja. Ich habe zu viel Respekt vor den Münchner Philharmoniker. Jetzt erleben Sie etwas, nämlich den Einzugsmarsch aus AIDA. Das wäre noch völlig normal. Bist ja. du soweit? Ja. Bist du gerüstet? Ich bin richtig. Seelisch und so weiter? Yes, Sir. Gut, dann gehe ich von hinten nach dannen, um das anzusagen. Ja. Ah ja, ist gut. Also, den Einzugsmarsch, das wäre noch gar nicht so schlimm. Aber, Sie werden es erleben, Sie spielen mit Gartenschläuchen. Das Ensemble Blechschaden. Stadt. Es war in Wien, Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, den er trank. Doch ihn lieben alle Frauen und jede rief: Come and rock me on my bed. Er war ein Super.
Hause hatte Flair. Er war ein Virtuose beim Rocky Door. Und alles rief: Come and rock me, Amadeus. Liebe Freunde, das war eine Verbeugung vor Hansi Hölzl oder vor Falco mit den Globalkreinern. Ich komme gleich zu denen. Vorher möchte ich ein paar Blumen überreichen einem Ehepaar, das heute zum 60. Mal im Stadl ist. Das seid ihr. Also, alles Liebe. 60 Mal. So. Die Globalkreiner, das war jetzt die neueste Aufnahme. Das gibt es die CD noch gar nicht. Sie sind noch ganz warm vom Studio. Aber große Ereignisse, grüß euch. Hallo. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Vor einem Jahr zum ersten Mal im Stadl. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und jetzt geht's zum Chanson-Wettbewerb oder zum, wie sagt man, zum Song Contest. Song Contest, hat mich auch geändert. Ja. Ihr seid am 18. Mai in Kiew bei der Ausscheidung dabei. Ja. Und da werden wir sehen, wie es ausschaut. Na, wir hoffen natürlich auf, vor allem auf unsere deutschen Nachbarn, ne, dass die uns, die, wir wählen dafür die Grazia, ganz sicher. Also wir nicht, weil wir sind ja da in Kiew, aber unsere Familien und Angehörigen werden das. Also ich muss schon sagen, das ist ein Erfolg, der verblüffend ist, in einem Jahr so viel Erfolg zu haben. Ja, du hast damit angefangen. Ja, ich habe damit angefangen, ja. Aber ich hab, wir haben, mein Team und ich, wir haben gemerkt, ihr seid exzellente Musikanten. Und in diesem Outfit tretet ihr beim Grand Prix auf. Ja, weil wir laufen ja nach Kiew und deswegen können wir nicht viel tragen, nicht? Dann nehmen wir gleich das Gewand. Christoph, so ist recht. Genau. Sabine, und du präsentierst dich im Dirndl. Traditionellen Dirndl, ja, genau. Mhm. Und habt ihr irgendwie ein Gefühl, wie wird es laufen? Ich traue mir diesmal gar nichts sagen.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Wir hoffen natürlich auf uns und auch ganz sicher, dass wir ganz vorne dabei sein werden, aber man weiß es ja nie. Ja. Weißt du, was der Udo Jürgens geworden ist? Der hat gewonnen. Ah, okay, das wäre unser Titel. Also, okay. Der Titel, den ihr singt, der ist in zwei Sprachen, in Spanisch und in Englisch. Warum das eigentlich? Naja, es ist ganz einfach bei uns, die Leute zu Hause sagen immer, wenn sie den Song Contest anschauen, sie verstehen nur Spanisch. Man hat gedacht, wenn die nur Spanisch verstehen, singen wir halt Spanisch, das ist ja kein Problem. Also, der Titel heißt IASI. Was heißt das auf Deutsch? IASI heißt und so. Und so? Und so. Also, und so wünsche ich euch viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und ich muss da rübergehen, muss euch ja ansagen. Verstehst? Joso. Also, die Gruppe Globalkreiner mit ihrem Grand Prix-Titel IASI. Und ich denke, mit einem Riesenapplaus wünschen wir viel Erfolg. Also. Yes, sir.
Liebe Zuschauer, werte Gäste, ich freue mich, Ihnen eine der besten Kapellen aus dieser Region präsentieren zu können. Es ist die Stadtkapelle Markt Oberdorf, eine Kapelle der Höchstklasse unter dem Bundesadler. Also eines muss ich schon sagen, mit dem Kapellmeister, mit Matthias Schanetti, haben wir ein bisschen Probleme. Er ist ausgeliehen, weil der richtige Kapellmeister heute ein Konzert hat und er hat Riesengeschichten mit seiner Schwiegermutter. Drum auch das traurige Gesicht, wäre durchmarschiert ist. Ich habe immer wieder gesagt, lach, dann hat er... Und dann hat es ihm schon wieder zusammengezogen. Wir haben ihm geholfen. Wir haben der Schwiegermutter 20 Freikarten gegeben. Die hat es weggeschmissen, aber trotzdem gut gemacht und mein Beileid. Dankeschön. Gern geschehen. Darf ich das einmal in die Hand nehmen? Ausnahmsweise. Schauen Sie, das ist eine Klarinette. Man kann zwar nicht mehr spielen. Er ist mit dem Auto unterwegs gewesen, hat einen Unfall gehabt. Und jetzt schaut das Ding so aus. Ihm ist nichts passiert, Gott sei Lob und Dank. Man bemüht sich. So, jetzt gehe ich extra langsam, damit Sie alle ein bisschen anschauen können, wie gut diese Musikanten sind. Ich meine, nicht deswegen, aber wie hübsch die Damen sind. Wie, also ein bisschen. Und das ist der Obmann, seines Zeichens Polizist. Und ein ganz lieber Mensch, ich war bei ihm mit meiner Frau, habe so einen kleinen Strutzen gekriegt, habe ich, was heißt das? Also du hast ihn gekriegt, wir haben fast nichts mehr gekriegt. Gut, nehmen wir ein anderes Thema. Warte, jetzt muss ich mal den Bastel loswerden. Ich mache das einfach. Eine kleine Erinnerung an den Stadl, habt ihr Freude damit, das ist das Wichtigste. Thomas, so gute Leute, so junge Leute zusammenzubringen, ist ja nicht ganz einfach. Aber ich glaube, wenn man den Jungen das richtige Gespür übermittelt, wenn man ihnen die richtige Ausbildung gibt, wenn man sie richtig musizieren lässt, dann kommen sie. Ja, wir haben das Glück, dass wir in Markt Oberdorf sehr gute Ausbildung kriegen. Das haben die auch alle gekriegt. Also ist ja ungefähr eine halbe Stunde weg mit dem Auto von hier. Ja, knappe halbe Stunde. Ja, und wenn man die auch so reinschaut, sieht man, dass sie einfach Spaß an der Sache haben. Und der Spaß ist die Hauptsache für alles. Ganz egal, was man macht im Leben, Spaß braucht man dran. Also bei der Qualität, die ihr habt, da müsste man eigentlich meinen, ihr probt jeden Tag in der Woche, weiß Gott wie viele Stunden. Ich denke, sie sollten alle jeden Tag proben. Aber insgesamt proben wir jeden Freitag. Das ist die obligatorische Probe. Und wenn es natürlich auf ein Konzert hingeht, dann wird schon mal ein Probenwochenende oder auch mal ein Sonntagvormittag eingestreut. Das schon. Er ist ja im Privatberuf Polizist. Muss man dazu sagen. Muss man dazu sagen. Aber trotzdem mit viel Freude dabei und das ist das Wichtigste. Ja. Ich bedanke mich, dass ihr zu uns gekommen seid. Schön. Klar. Ich habe gesehen, was ihr für einen Spaß gehabt habt. Ihr habt bei uns seid richtig gehegt und gepflegt worden, so wie es gehört. So, darf ich dir das geben? Nein, nimm's mit. Ein Polizist, da bin ich mir nicht sicher. Jedenfalls einen schönen Dank. So, und jetzt. Jetzt möchte ich Ihnen zwei Gäste vorstellen. Den einen, den Herrn Landrat Johann Fleschhut. Stehen Sie mal bitte schön auf. Gerne. Der ist ja auch fast größer wie ich. 1,92. Ich würde sagen, Sie haben viel dazu beigetragen, dass diese Sendung hier passiert. Da geht es um die Marie und da gibt es noch andere Probleme. Aber ich würde sagen, als kleine Erinnerung, auch von uns eine Fernsehbastel. Hegen Sie ihn, pflegen Sie ihn und für Sie, gnädige Frau, haben wir einen Blumenstrauß als kleine Erinnerung an den Stadl. So. Da ist der Herr Bürgermeister, der Christian Gangl. Herr Bürgermeister, stehen Sie auf, bitte schön, dass man Sie sieht. Er ist heute früh
mit einer kleinen Besatzung von uns auf das Schloss Neuschwanstein hinauf und dann haben sie ihn eingesperrt da oben. Ich muss sagen, die Besatzung hat sehr gelacht und wie sie es mir mitgeteilt haben, habe ich auch gelacht. Also, wann hast du schon mal einen Bürgermeister, der eingesperrt wird? Herr Ganglauch, Ihnen ein kleines Souvenir aus dem Stadl. Dankeschön für das Gastrecht und natürlich, Frau Ganglauch, für Sie ein paar Blumen. Und ich bin sicher, jetzt kommt der Riesenapplaus für Sie, Herr Landrat. Und liebe Zuschauer, damit Sie wissen, wie schön es hier ist. Ich habe gestern beruflich so ungefähr 40 Kilometer fahren müssen. Ich sage es Ihnen, in Salzburg, wo ich zu Hause bin, ist es ja wunderschön. Aber das ist auch nichts wieder. Und Sie glauben es nicht? Schauen Sie mal rein. Ich würde sagen, herzlich willkommen in Füssen im Allgäu. Seine Majestät, Ludwig II., König von Bayern.
Hoppala! Majestät! Einen wunderschönen guten Abend, Herr Moik. Hat es der Ludwig II. Damals auch gesagt? Nein, das hat er bestimmt nicht. Ich begrüße seine Majestät. Herzlich willkommen im Musikantenstadl. Und jetzt werden wir wieder ein bisschen zivilisiert. König Ludwig II. Ist momentan ein Musical unter dem Motto, unter dem Namen Ludwig hoch 2, das in Füssen im Festspielhaus gespielt wird. Ich muss dazu sagen, die Pause im Festspielhaus dauert ein bisschen länger, weil sie eben bei uns hier sind, aber die ganze Szene wird übertragen ins Festspielhaus. Aber ich würde sagen, mach mal herzlichen Applaus zu unseren Gästen im Festspielhaus. Danke für Ihre Geduld. Jan Ammann spielt die Hauptrolle. Empfangen wurden Sie vom Ludwigschor mit dem Krönungschor. Ich denke, ist es überhaupt einfach, innerhalb kurzer Zeit sich in die Rolle eines Königs, einer Legende hineinzuleben? Es ist sicherlich schwer. Also wir hatten von Januar bis März Zeit, uns mit dieser Rolle und dem Stück zu befassen. Und die Zeit ist vorumgegangen wie im Flug. Es war wunderbar, es war sehr viel Arbeit. Aber wir haben so viel gelernt und so viel Spaß gehabt. Und das Pensum haben wir absolut erreicht. Wir sind alle sehr stolz. Und wenn man mit einem Team harmoniert, wie Sie sagen, es ist so etwas, wie es noch nie erlebt haben auf der Bühne. Es sind so und so viele Leute, alles professionell. Konstantin Wecker hat die Melodien oder einen Teil der Melodien geschrieben. Den Text, wie kriegt man denn den rein? Wir haben das Musical vor 14 Tagen gesehen und ich muss Ihnen gratulieren. Sensationell und liebe Zuschauer, ich kann nur sagen, Sie sollten dieses Musical hier in Füssen im Festspielhaus besuchen. Ludwig hoch 2. Sie werden überrascht sein, mit welchen Tricks, mit welchen unglaublichen Dingen hier gearbeitet wird. Ja, das stimmt. Wir haben wirklich ganz tolle Bühneneffekte. Wir haben 8 Meter hohe Skelette, die auf der Bühne sind. Wir haben 15.000 rote Rosen. Und das ist natürlich also ein Augenschmaus für uns. Seit wann läuft dieses Musical Ludwig hoch 2 jetzt? Es läuft jetzt seit dem 11. März diesen Jahres. Und geht jetzt das ganze Jahr durch? Das geht das ganze Jahr durch und länger. Es ist eigentlich nur Montag, Ruhetag und ganz Samstag, genau. Sonntag spielt man zweimal. Wir haben eine Ensuite-Produktion und wir haben 7 Vorstellungen die Woche. Sensationell. Ja, man steht nicht jeden Tag neben dem König. Ne? Also da muss man sich auch bewegen können, ne? Herr König, Herr Ludwig. Jetzt lacht er. So, aber wir wollen natürlich eine Melodie hören aus diesem Musical. Wie gesagt, schauen Sie sich's an. Es ist eine, naja, was soll ich Ihnen sagen? Sie hören sie gleich. Der König Ludwig mit dem Ludwigschor zusammen, geliebte Berge. Und jetzt werden wir wieder förmlich. Majestät, darf ich bitten? Ewig ist das Streben.
Berge oft bin ich in eure Welt gekommen. Ihr stummen Zeugen tröstet mich, die Welt hält mich gefangen. Den Künsten hab ich mich geweiht, alle Kunst will Ewigkeit, muss ewig um sich bangen. Ewig ist das Streben, für die Kunst zu leben. Kält ihr nicht und lügen, Dankeschön an König Ludwig, Jan Ammann, ein Dankeschön dem Ludwig-Chor, ein Dankeschön an das Festspielhaus in Füssen. Und in ein paar Minuten geht es weiter bei Ihnen im Festspielhaus. Gute Unterhaltung beim Musical Ludwig hoch 2.
Freunde, das war der Vergnügungszug von Johann Strauss. Und dazu getanzt hat das Ballett des NDR-Fernsehens unter der Choreografie von Ferenc Salmayr. Dankeschön. Wow. Danke dir. Wenn Sie diesmal unsere Blumenpracht von Fleurop anschauen, dann müssen Sie sagen, erstens mal ist es wunderbar und schade, dass wir kein Duftfernsehen haben. Es ist einfach traumhaft. Man merkt, es soll der Frühling kommen. Nichts Genaues weiß man nicht, aber er soll kommen. Und es kommt auch der Muttertag. Und prachtvoll ist nicht nur die Blumenpracht, sondern auch unser Orchester unter der Leitung von Wolfgang Lindner. Danke. Ja, ja. So, Stefanie Kuhn, Sie präsentieren uns diesmal Fleurop. Ich habe gesagt, es geht zu auf den Muttertag. Was können Sie uns da bieten? Ich meine, Sie wissen ja, mit Fleurop können Sie Blumen, Arrangements, zum Beispiel solche Herzen, Sie können alles verschicken, nur vor dem Muttertag, nicht nach dem Muttertag, gell? Das wäre besser. Guten so Abend, ist es. Morgen. So, was gibt's an Spezialitäten? Lassen Sie mir noch was sagen. Heute, und na, heute geht's nicht mehr, aber morgen ist der Tag der offenen Tür für Fleurop in Deutschland und in Österreich. Jetzt habe ich ausgeredet, das sage ich da. Ja, für Fleurop hat natürlich auch dieses Jahr für Muttertag Specials drinnen, Blumen kombiniert mit Schokolade zum Beispiel. Oh. Da freut sich sicher jede Mama drüber. Man muss sich nicht entscheiden, sondern es gibt auch die Väter. Ja, ja genau. Schaut, aber ist Vatertag ist vorher. Da ist ja was. Red da weiter. Okay, ja, jede Mutter freut sich sicherlich, ob das jetzt ein Gesteck ist, ein kleines süßes Arrangement oder Sträuße oder auch ein großes Herz natürlich. Da sind keine Grenzen gesetzt und mit Fleurop ist alles zu verschicken. Mhm. Und ich habe noch ganz was Besonderes mitgebracht von Fleurop. Jetzt muss wieder reinstecken. Jetzt geht's wieder die andere. Ja, jetzt. Jösses Nach. Eine ganz lange Rose, die längste Rose hier in Deutschland erhältlich. Herr Moik, extra für Sie von Fleurop geschickt. So was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Stell dir mal vor, wenn das am Nachtkastel oben ist, dann musst du immer raufschauen zur Rose. Das wäre dann doch was fürs Wohnzimmer. Wunderbar. Sag, und alle diese Herzen, das gibt, so wie man es anschafft bei Fleurop, es sind ja Fachleute, wird es gemacht und das wird verschickt. Ganz genau. Also schau, da haben wir noch Kleinigkeiten. Ach ja. Das sind ein paar Kleinigkeiten, gesteckte Kleinigkeiten. Herz darf natürlich nicht fehlen, das ist nach wie vor in und auch lieb zur Mama. Ich denke, jeder hat mal Danke zu sagen und Muttertag ist eine schöne Gelegenheit dazu. Schau, wie es wieder reinsteckt. Schokolade. Ja, das kriegen Sie jetzt, wenn ich es abkriege. Bitte schön. Danke, ich habe gerechnet damit. Haben wir noch was zu sagen, Stefanie? Ja, ich wünsche allen Müttern einen schönen Muttertag und uns allen einen schönen Sommeranfang, weil das steht nämlich uns auch bevor. Das sieht man schon an der blühenden Dekoration. So wird es bald in unseren Gärten aussehen. Da freue ich mich schon drauf. Danke dir vielmals. Dankeschön. Tschüss. Musikalisch geht's bei uns weiter mit einer Gruppe, die auch ein Jubiläum feiert. Seit 20 Jahren stehen sie auf der Bühne. Waren schon ein paar Mal im Stadl, aber jetzt war es wieder mal Zeit. Sie sind unterwegs mit ihren Instrumenten, speziell mit ihrer Mundharmonika, die Enstaler aus Oberösterreich, Steiermark. Ein gemischtes Team. Geht schon. Mit meiner Mundharmonika und am Bugel die Gitarre. Die alte Flöten in der Hand, so ziehen wir durchs Heimatland. Mit meiner Mundharmonika und am Bugel die Gitarre, die alte Flöten in der Hand, so ziehen wir durchs Heimatland. Meinen Hut häng ich mir um, bei den brauch ich für gesund, bei unseren Bergen, Wiesen, Seen, in so ein Land, da lasst sie's leben. Man geht am Berg und riecht es heim, da war Wind war an der Wand vorbei, er bringt die Gefrier vom Gletscher rein. Es mischt sich gut mit Edelwein, vom Kind herauf ich alles kenn, an jeden dort beim Namen nennen. Bei uns daheim ist heute nur rund,
ich dank dem Herrgott jede Stunde. Mit meiner Mundharmonika und am Boogie die Gitarre, Juli Flöten in der Hand, so ziehen wir durchs Heimatland. Meinen Hut häng ich mir um, weil den brauch ich für gesund, bei unseren Bergen, Wiesen, Seen, in so ein Landbau aus Kiesling. Das Leben, ich lass dem Ganzen keine Chance. Bei uns daheim, da ist die Welt nur rund. Drum dank ich dem Herrgott jede Stunde. Mit meiner Mundharmonika und am Boogie die Gitarre, Juli Flöten in der Hand, so ziehen wir durchs Heimatland. Meinen Hut häng ich mir um, bei dem brauch ich für gesund. Bei unseren Bergen, Wiesen, Seen, in so ein Land, da lasst es leben. Mit meiner Mundharmonika und am Boogie die Gitarre, Juli Flöten in der Hand, so ziehen wir durchs Heimatland. Meinen Hut häng ich mir um, bei dem brauch ich für gesund. Bei unseren Bergen, Wiesen, Seen, in so ein Land, da lasst es leben. Wenn du
wenn ich vorm Spiegel in der Früh ein kleines bisserl mich bemühe, dann bin ich eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Ein wenig Styling, Gel und Creme, das ganze klumpert von dem, macht mich modern und für mein Alter ziemlich. Langsam in die Jahr, da wachsen aus der Nasenhaar, die ich so nach und nach am Hinterkopf verliere. Doch sonst bin ich ein toller Hecht, ich find nur eins nicht ganz gerecht, dass das die Damen nie so sehen, wie ich das gespür. Ich möchte Cowboy sein, so richtig wild und frei, denn alle Damen für nur eine Nacht verfolgen. Es macht mich ziemlich mir, dass das bei Frauen nicht funktioniert, weil sie immer heiraten und Kinder von mir wollen. Mir ist da unlängst was passiert, da hat eine Frau mich interessiert. Ich war so froh, dass sie zu mir noch aus sich traut. Doch gerade im spannendsten Moment, da hat sie dankend abgelehnt und gesagt, ich hab dich gleich von Anfang an durchschaut. Du willst ein Cowboy sein, so richtig wild und frei, willst dich nicht binden, weil du brauchst halt deinen Raum. Doch leider spürst es nicht, weil das bei mir nicht eine geht. Ich will dich heiraten und Kinder von dir haben. Heute bin ich nur mehr auf der Flucht, weil man mich überall schon sucht. Geh mit meinem besten Freund nur heimlich auf ein Bier. Der ist halt immer für mich da, darüber war ich oft schon froh. Doch letztens sagt er in einem wachen Ton zu mir: Willst du mein Cowboy sein? Ich darf mich schon sehr gefreien. Ich hoffe, ich tue dich jetzt nicht allzu sehr verwirren. Doch ich kann nix dafür, dass ich für dich halt so viel gespür. Komm, lass uns heiraten und Kinder adoptieren. Ich will kein Cowboy sein, da ist man auch nicht frei. Ich bleib daheim, weil ich mich nimmer außer trau. Wie so das Leben spielt, bin ich halt schwer paranoid. Seit ein paar Tagen schaut mich mein Hund so komisch an. Liebe Zuschauer, das ist die billigste Band Österreichs, Main Street. Ich komme gleich zu Ihnen und plaudere. Sie brauchen keine Instrumente. Das ist was Herrliches. Aber Sie haben es schon gemerkt. Trotzdem möchte ich unsere Freunde aus der Schweiz begrüßen. Servus, herzlich willkommen. Mein Lieber, super. So. Jetzt eine Frage. Die Dame, die zuerst gesungen hat, nämlich Larissa Strogoff. An wen erinnert sie denn die Stimme? Alexandra. Alexandra, aha. Hast du das gehört, was ich immer gesagt habe? Hier ist sie. Alexandra hätte ich jetzt vorhin gesagt. Larissa Strogoff. Wieso kennt man sie erst jetzt, heute im Stadl, in der ersten großen Eurovision-Sendung? Ich weiß nicht, entweder waren wir alle taub, dass wir das nicht mitgekriegt haben. Welche schöne Stimme Sie haben. Wieso waren wir so im Hintergrund? Ehrlich gesagt, ich hatte vorher keine Zeit. Okay. Keine Zeit, um in den Stadl zu kommen. Ja. Ich reise immer noch, also ich bin viele Jahre schon mit einem Balalaika-Ensemble zusammen und singe russische Musik, Romanzen, Zigeunermusik und bin viel mit ihnen unterwegs. Dann habe ich noch einen bürgerlichen Beruf. Ich bin Ergotherapeutin und arbeite mit demenzerkrankten Menschen zusammen. Ich singe mit ihnen, das macht mir sehr viel Freude. Und ich habe einen ganz, ganz süßen kleinen Sohn. Na, das sind Sie ausgelassen. Ja, und vor 2 Jahren habe ich dann angefangen zu ein eigenes Repertoire zu schreiben und habe mir gedacht, ich möchte das gern zu meinem Hauptberuf machen
und habe dann auch schnell eine Plattenfirma gefunden. Und nun darf ich heute hier bei Ihnen sein. Also, ich muss sagen, Larissa, ich verspreche Ihnen, ich weiß es, es wird nicht bei dem bleiben. Es wird einiges auf Sie zukommen. Ich wünsche Ihnen toi, toi, toi und dass Sie Ihre Stimme behalten. Und liebe Grüße ans Butzel daheim. Und dieser Fernsehwastel, der gehört Ihnen als Erinnerung. Und der Applaus, der jetzt kommt, der ist donnernd. Danke. Larissa Schnurro. Danke. Danke. Hast du das gesehen, die älteren Herrschaften, wie sie auf sportlich gemacht haben? Cowboy, 25 Jahre gibt's nun Main Street. Wenn man das so bilanziert, was hat sich in dieser Zeit alles abgespielt? Wie lange haben wir Zeit? Ja, das wirst du sehen. Ich würde keine Fragen stellen, du weißt, wir sind halt in Eile. Es hat sich viel getan, aber wir wollen eigentlich keinen Tag missen. Es waren sehr viele schöne Sachen dabei und heuer eben wieder mal beim Musikantenstab. 25 Jahre, wie gesagt, ihr habt ja jahrelang mit einer großen Band, mit Richie Österreicher, gearbeitet. Genau, ja. ORF Big Band. Ja, so auf à la Four Freshmen und so. Ja, Manhattan Transfer in den 80er Jahren. Aber seit circa 9 oder 10 Jahren A Cappella. Was ist schöner? A Cappella. A Cappella? Ja, nein. Ich meine, Sie müssen, da ist kein Trick, die gehen ins Studio und da wird eine Stimme nach der anderen raufgeholt und aufgenommen. Sensationell. Danke. Und ich würde sagen, Sie hören jetzt, musikalisch natürlich, eine kleine Bilanz der 25 Jahre. Das kann man gar nicht reden, das soll er schildern zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Ich gehe von hinten nach dannen und sage einmal danke für den Besuch. Schöne Feste zum 25er. Danke. Und wenn man Bilanz zieht, wie sagt man das am besten? Wie gesagt, in der Art von Main Street, nämlich That's Life. That's Life. Se la vie, wie der Lateiner sagt. Im März haben's mir noch auf die Schulter geklopft und im April haben's mich gejagt. Aber sowas haut mich alles nicht um. Solange ich Viere hab und ich mein Publikum. Wie war's, that's life? That's life. Sowas sagt man oft einfach dahin. Und meint damit, ich kann nix davor. Mir ist nix anders überblieben. Aber sowas sind nur Ausreden, glaubt es mir. Weil das, was du aus deinem Leben machst, das liegt nur an dir. Ich war schon ziemlich weit oben und ganz schön weit unten. Ich kenn alle Tricks. Komm, haben's mich in Himmel gekommen, bin ich auf die Nosen geflogen. Nein, mir erzählst nix. Und haben's alle geglaubt, mit mir ist bald vorbei. War ich bald drauf, wieder ganz vorn mit dabei. That's life. That's life. Ich sag euch, einfach hab ich mir's nie gemacht. Ich war auf der gute Seite beim Tag. Aber auch ein Bücher bei der Nacht. Heute weiß ich, dass es wurscht ist, was man tut. Weil wenn du was gern machst, dann machst du es auch gut. Es weiß doch keiner, wie es wirklich geht, so wie es im Bierchen steht. So geht's sicher nicht. Heute musst du hart sein und stark sein und schön sein und gescheit. Das ist alles, was zählt. Was bin ich schon oft eingefahren und dann hab ich wieder ein Glück. Und manchmal denk ich mir heimlich, was war ich ohne Musik? That's life. That's life. Jeder hat doch so eine ähnliche Geschichte. Aber keiner von uns weiß, ob er den nächsten Sommer noch sieht. Wenn für mich mal der Deckel zugeht und ich nimmer bin.
dann möchte ich ehrlich sagen können, tut mir leid, Freunde, aber mehr war einfach nicht drin. Liebe Zuschauer, bevor ich jetzt mit Walter Scholz ein bisschen plaudere, darf ich Ihnen einen Wolperdinger zeigen. Ohne Übertreibung, ein gefürchtetes Tier, das es hier im Allgäu gibt und in Bayern. Und ich würde sagen, gehen Sie nie alleine in den Wald. Wenn so ein Teufel kommt, dann ist der Teufel los. Der Wolperdinger, ich gebe ihn wieder zurück, dem Besitzer. Dankeschön. Aha, der alte Wolperdinger, gell? Danke vielmals. Dankeschön. So, und jetzt gehen wir zum, ja, für den Wolperdinger auch einen Applaus, freilich. Walter, ich grüße dich. Servus, Karl. Ich darf Ihnen vorstellen, den besten Trompeter Europas, Walter Scholz. Walter, 4 Wochen war der Walter krank, jetzt bläst er wieder wie der Teufel, Gott sei Dank. Was war denn los? Ich hatte im Dezember letzten Jahres hatte ich einen sehr schweren Unglücksfall in Stuttgart, aber dank der Kunst der Ärzte haben die mich wieder auf die Beine gestellt und ich kann jetzt wieder richtig schön Trompete spielen wie in alten Zeiten.
Es funktioniert alles. Ich weiß von dir, wir sind ja schon öfter beisammen gewesen, du trainierst ja jeden Tag 5 bis 6 Stunden. Wie war denn das im Krankenhaus? Ich meine, da kannst du nicht nochmal anblasen. Ja, da durfte ich ja nicht spielen, einige Wochen, weil ich den Schongang einlegen musste vom Arzt. Es war ja alles operiert im Gesicht. Und aber wie gesagt, jetzt geht alles wieder in Ordnung. Wie machst du das zu Hause? Ich meine, wenn du in 6 Stunden bläst, da läuft ja die Nachbarschaft alles weg. Wie macht man denn das, dass man da trotzdem, außer du hast einen schalldichten Raum, das weiß ich nicht. Aber allein mit deinem Mundstück, er hat mir erzählt, das Mundstück sei das Wichtigste an der Trompete. Deines ist ja fast so alt wie du, 45 Jahre. Ja, ganz richtig. Das Mundstück ist viel wichtiger als jede Trompete. Auf diesem Mundstück blase ich echt schon 45 Jahre. Stell dir vor. Ganz richtig, ja. Und was ist das Besondere daran? Och, eigentlich nichts Besonderes. Ich habe das Mundstück ausgesucht und habe es bis zum heutigen Tag nicht aus der Hand gelegt. Es ist mir wie auf den Leib richtig zugeschneidert. Gibt es da Geheimnis oder wie ist denn das? Eigentlich überhaupt gar nicht. Sensationell. Wenn dir einer die Trompete klaut, ist das kein Problem. Du hast das Mundstück habe ich immer in der linken Hosentasche. Immer. In der linken Hosentasche? Immer in der linken Hosentasche, habe ich von meinem Lehrmeister gelernt. Die muss aber schon ganz schön durchgewetzt sein, die linke Hosentasche. Naja, wie man so nimmt. Gut. Walter, ich möchte dich jetzt präsentieren als Solisten, denn du bist ja hier in Füssen im Allgäu kein Unbekannter. Es ist ja einiges passiert hier. Geh nur rauf, geh nur rauf. Du warst ja schon öfter hier, man mag dich hier. Hast du ein besonderes Verhältnis zu Füssen? Ja, ich muss sagen, eigentlich die Allgäuer Gegend, auch Bayern, Baden-Württemberg, da ist die Musik zu Hause, auch Schweiz und Österreich, überall. Und ich komme als Instrumentalist in diesen Ländern besonders gut an. Das ehrt und freut mich ganz besonders. Gut. Liebe Zuschauer, dann freuen Sie sich jetzt auf Funiculi Funicula, der Solist Walter Scholz. Thank you.
Walter Scholz. Naja, mein, so kalt wie es zuerst war, jetzt haben wir ein bisschen eine Wärme herinnen, aber ich möchte Sie jetzt entführen, ist eigentlich nicht das richtige Wort, ich möchte Sie ganz liebevoll hinaufführen nach Island. Wir waren vor circa 3 Wochen in Island, ich sage Ihnen ein Land, das Sie kennenlernen sollten. Ich rede jetzt gar nicht viel, richten Sie sich etwas zum Schreiben her. Inzwischen unterhält Sie die Gruppe Stuttmann, so sagt man es auf Isländisch. Es ist die populärste Gruppe in Island. Ich weiß, Sie schauen uns heute zu. Servus, grüß euch. Wir waren mit denen in Island zusammen. Es war eine Gemütlichkeit. Aber wie gesagt, erleben Sie jetzt ein paar Eindrücke von Island. Nicht vergessen, ein bisschen was zum Schreiben herrichten. Bitte schön. Ég á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða of seinn. Það verður fagnaður mikill vegna opnunar, flugkrilsjópunar, svo ég fór og pantaði borð fyrir einn. Ég prestaði stöðvöld að fá mér starf, síðan síldin farf, enda svo lítið lagt til vinnu, en hefða samt gott. Ich denke, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Einblick in die Schönheiten Islands. Wie gesagt, wir waren oben, wir haben das genossen, wir waren in der Blauen Lagune. Das ist ein Teich, der wird von unten gespeist, Wasser ungefähr 40 Grad. Draußen hat es minus 1 Grad, das ist herrlich. Oder bei den Geysiren, wenn das in die Höhe geht. Geritten bin ich auch in Island, ja, mit einem Islandpony. Das hat man aber jetzt aus dem Verkehr ziehen müssen, es hat O-Füße bekommen. Irgendwas hat nicht gestimmt. So, wir fahren Anfang September ungefähr eine Woche hinauf. Und wie gesagt, wenn Sie mitfahren wollen, dann rufen Sie bestimmt eine Telefonnummer an, die ich Ihnen gleich sage.
Toni Marshall wird dabei sein, die Storkugler werden dabei sein, die jungen Tenöre werden dabei sein, Phipps, Asmussen und noch viele andere. Und ich werde wieder versuchen zu reiten. Also wie gesagt, Anfang September. Wenn Sie Lust haben, rufen Sie bitte an in Österreich 01, also die Vorwahl für Wien, 01 90 656. Also 01 90 656. Und aus Europa rufen Sie bitte an mit der Vorwahl 0043, Österreich 0043 und dann die 1 90 656. 0043 1 90 656. Es gibt manchmal Momente, da freut man sich ganz besonders drauf. Und so ein Moment ist jetzt. Ich möchte Ihnen Melodien präsentieren, zusammen mit meinen Kollegen, die ich Ihnen gleich sage, von Peter Kreuter. Er wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Er ist vor 20 Jahren gestorben, aber seine Melodien, die leben, die leben, die leben. Es sind so schöne Melodien. Und ich freue mich, seine Frau Ingrid Kreuter ist heute bei uns. Liebe Frau Kreuter, grüße Gott. Nicht nur die Frau Kreuter ist da, auch die Mama von Patrick Lindner ist da. Mama, grüß dich Gott. Servus, Karl. Siehst du, so mag ich's, gell? Frau Kreuter, was haben Sie denn für ein Gefühl, wenn man die Melodien hört von Ihrem Mann? Ja, es ist eigentlich ein wunderbares Gefühl, aber manchmal wäre ich ein bisschen traurig, weil es mich einfach an wunderschöne Zeiten erinnert. Ihr habt ja die letzten 10 Jahre in Salzburg gewohnt. Ja. Was war er denn eigentlich für ein Mann? Saukomisch. Was heißt das? Der hat eigentlich wahnsinnig viel Blödsinn im Kopf gehabt. Ja, und dann hat er immer Märchen erzählt, er war immer der berühmte Märchenerzähler, nicht? Und der hat ja, also, er hat nicht gelogen, der hat einfach aus dem Stegreif einen Schmarrn erzählt. Zum Beispiel, er war ja früher mal in Südamerika, dann hat er erzählt, ja, ich habe ja eine, also Hacienda in Südamerika und da habe ich 1 Million Schafe. Okay. Dann habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Sag ich, du kannst doch so einen Schmarrn erzählen. Dann hat er gesagt, das sind ja die Rimpfviecher, die das glauben. Ich habe ihn leider Gottes nie kennengelernt, aber seine Melodien sind solche Ohrwürmer. Warum gibt es solche Menschen heute nicht mehr? Da fragen sie mich zu viel. Da fragen sie mich zu viel. Ja. Eine typische Bayerin. Ja. Eine Bayerin. Aber richtige. Wo sind sie denn her? Aus München. Aus Trudring. Aus Trudring. Ah, da haben wir mal gehabt, das Trudringer Bauernballett, genau. Aber nicht mit der Musik von Peter Kreuter. Nein. Also jetzt, wie gesagt, jetzt freuen wir uns selber auf die Melodien von Peter Kreuter. Liebe Frau Kreuter, ich darf Ihnen ein paar Blumen überreichen. Ein paar, ich sag schon. Ein paar, ja. Und Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Danke. Und genießen Sie die Melodie von Ihrem Mann, von Peter Kreuter. Mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Ich brauch kein Schloss um zu wohnen, mein Auto funkelnd und schick. Ich brauche weiter nichts als nur Musik, Musik, Musik. Doch eine ganze Kleinigkeit, die brauch ich noch dazu. Und die diese große Kleinigkeit bist du, nur du, nur du, 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 du. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ich brauch nur deine Liebe und Musik, Musik, Musik. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen. Ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich beim Abschied nicht versäumen,
zu sagen, ich lieb sie allein. Ich hab so viele Wünsche im Geheimen, die sollen einmal in Erfüllung gehen. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen und warten auf ein Wiedersehen. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Wenn die Kühle in meine Einsamkeit dringt, kommen ins Zimmer Schatten herein. Sie starren mich an und bleiben ganz stumm. Da warte ich dann und weiß nicht warum, auf ein Wunder, das mir Licht ins Dunkel bringt. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Für eine Nacht voller Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Auf jedes Wort voller Zärtlichkeit, da hör ich gerne hin und fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ich möchte auch mal glücklich sein bis morgens früh um 8. Der eine liebt den Sonnenschein und ich nun mal die Nacht. Für eine Nacht voller Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Nur, wenn ich in Stimmung bin. Beginnst du zu leben,
wenn mit Zaubermacht dies Gefühl erwacht, dass die Liebe gibt. Schöner Moment, wenn man erkennt, ich bin von Herzen verliebt. Nachmittags wär ich frei. Mich glockte auf der Welt kein Ruhm und auch kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräße ich es bloß. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh. Drum hab ich mir gedacht, ich wollt, ich wär ein Hohn. Ich hätte viel zu tun. Ich legte täglich mal ein Ei und sonntags auf mal zwei. Einer Nacht im Mai, da kann so viel passieren, man kann sein Herz verlieren und das geht eins, zwei, drei. In einer Nacht im Mai, da kann man herrlich träumen und unter grünen Bäumen geschieht so mancherlei. Und bis der frühe Morgen graut und laut der erste Hahn kräht, so lange spielt man Bräutigam und Braut, bis die erste Bahn geht. Da wär ich auch dabei. Es darf nur keiner wissen, ich möchte so gerne küssen. In einer Nacht im Mai, in einer Nacht im Mai. Sag beim Abschied leise Servus, nicht leb wohl und nicht adieu, diese Worte tun nur weh. Doch das Kleine wird als Servus, ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss. Es gibt ja aus Jahr ein einen neuen Wein und neue Liebelein. Sag beim Abschied leises Servus, denn gibt's auch kein Wiedersehen, einmal war es doch schön. La la la.
Liebe Freunde, liebe Zuschauer zu Hause, liebe Gäste hier in der Arena, wie könnte man es eigentlich schöner sagen, als Peter Kreuder sagt beim Abschied leise Servus. Ich kann eigentlich nur Dankeschön sagen an Sie zu Hause, dass Sie wieder mal mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen meinen Musikanten. Was wäre ein Stadl ohne Musiker? Gar nichts, gar nichts. Ich bedanke mich noch einmal bei Ingrid Kreuder. Ich bedanke mich aber auch bei den Solisten. Marlene Martinelli. Ein Talent aus der Steiermark. Danke. Und ich bedanke mich bei Patrick, stimmt der Quartett, Patrick Lindner. Majestät, waren Sie zufrieden mit unseren Klängen? Ja, wunderbar. Wunderbar. So, eines darf ich Ihnen noch sagen. Am 11. Juni sind wir in Bozen in Südtirol zu Gast. Dann geht es natürlich in die wohlverdiente Sommerpause. Aber Sie werden es nicht glauben. Der Moik mit seinem Stadl kommt schon wieder. Ja, ja, im Herbst dann. Am 17. September sind wir in Wiener Neustadt. Am 19. November in Husum, ganz oberhalb von Hamburg. Und am 31. Dezember, also Silvester, in Klagenfurt. Das war's fürs heute. Noch einmal Dankeschön an alle. Und ganz schlicht und einfach sage ich Servus, Grüß Gott, Baba. Servus, Grüß Gott und auf Wiedersehen. Die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Waren heut so glücklich beim Wein, die Musi hat gespielt, war so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht, ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht. Doch plötzlich zu unserem Verdruss, der wird so kurz leid, mach mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, mit Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Für Gott und auf Wiedersehen, wenn die Musik spielt auf ihrem Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt, ganz bestimmt das nächste Mal. Servus, Wiederschauen, bis zum nächsten Mal, okay? Same.